Jetzt bin ich zurück zu einem weiteren Horrorspiel. The Moon Has Faded Away. Das ist ein Name für ein Spiel, was mir allein schon mit dem Namen allein ein bisschen Bock gemacht hat, sich das mal anzuschauen. Das ist nur eine Demo. Ich bin, wie gesagt, nicht mehr der größte Fan von Demos, aber das hier soll sehr gut sein. Das hier soll sehr, sehr, sehr gut sein. Das heißt, wir springen auf mal rein und schauen uns diese 20 Minuten an, ob das vielleicht in der Zukunft was für uns sein könnte. Sehr pixelig. Enorm übertrieben. Verpixelt, pixelig. Der Mond ist verschwunden. Und das Spiel anscheinend. Nein. 24. August, 2 Uhr. Okay. Das neue Apartment sieht sehr geräumig aus, aber nicht so sehr wie das alte Haus. Meine Mutter hat meiner kleinen Tochter Elena und mir gesagt, dass irgendwas. Es ist nicht das erste Mal, dass wir umgezogen sind und ich schätze auch nicht, dass das letzte Mal sein wird. Okay, ihr Job zwingt sie immer wieder von Stadt zu Stadt zu ziehen. Das Apartment ist im 9. Flur, im 9. Stock, was uns erlaubt, fast die komplette Stadt zu sehen. Vielleicht ist dieser Ort ja gar nicht so schlimm. Ne, dachte mir. Okay. Ich muss nach Mom in ihrem Zimmer schauen. Das ist am Ende des Flures. Okay. Das ist also mein Zimmer. Mein Zimmer scheint ganz schön zu sein. Und leer. Kann ich rausschauen? Nein. Ich hatte so einen Blick über die ganze Stadt. Du siehst nur ein paar Gebäude hier. Aber na gut. Schöne Stadt. Was drin? Nein. Gut, dann schauen wir nach unserer Mom. Ja. Nee. Entschuldigung. Mom ist nicht in ihrem Zimmer. Vielleicht weiß meine Schwester ja, wo sie hin ist. Schätze? Wir fragen dann mal unsere Schwester. Wohnt die hier? Wohnt. Ist sie hier drin? Nee, das ist das Badezimmer. Okay, gut zu merken, falls ihr später mal überraschenderweise spontan unsere Hände waschen müssen. Genau das. Okay, dann wird es wohl hier sein. Das ist die Wohnungstür. Die geht nicht auf. Okay, wo ist meine Schwester? Ich hab einen sehr, sehr lauten Schritt. Hi. Also selbst in Pixel-Horror-Spiel ist das sehr pixelig. Oh, ein Auto. Okay. Ein bisschen langsamer fahren vielleicht. Es ist ungewohnt pixelig, selbst für unsere Maßstäbe. Aber das kann natürlich. Ne, wo? Was? Wo ist denn? Ach, hier, wahrscheinlich, ne? Das kann sein. Aha. Alex. Hey Elena, ich würde dich gerne mal was fragen. Was baust du, Alex? Warum ist das jetzt so langsam? Mom ist nicht in ihrem Zimmer. Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Mom sagte, sie würde ein bisschen einkaufen gehen und sich ein bisschen mit der Stadt vertraut machen. Achso, danke schön. Was machst du da? Schön. Gut, soll ich dann rausgehen? Und Shift to Run, aber nur machen, wenn es notwendig ist. Ich kann irgendwas in der Küche hören. Vielleicht ist Mom ja da. Wie soll denn. Wie bist du reingekommen? Was? Okay, hier ist sie ja. Vielleicht brauchst du ein bisschen Hilfe bei dem Umzug und der ganzen Vorbereitung. Okay. Entschuldige mich. Sorry, Mom, brauchst du vielleicht ein bisschen Hilfe? Kannst du vielleicht ein bisschen Musik im Radio anmachen? Die Umgebung ist gerade sehr still und das ist ein bisschen unangenehm. Und dann hol deine Box, den Rucksack und bring sie alle in dein Zimmer. Okay, werde ich tun. Okay, sehr komischer Start irgendwie. Die Leute reden sehr strange miteinander. Also mach mal. Dass wir keine Gesichter von den Leuten sehen, ist interessant. Okay, unsere Itembox. Komische Beschreibung von unserem Umzugskarton.
Nicht? Ihr Rucksack? Soll ich nicht nehmen? Hä? Vielleicht soll... Ich soll erst das Radio anmachen. Genau der Reihenfolge. Na gut. War das Radio schon da hier irgendwo? Genau da. Klassische Musik. Ist nicht so schlimm, aber jetzt ist es Zeit, mich um meine Aufgaben zu kümmern. Flop. Was war mein Zimmer nochmal? Nee, nicht das. Hier. Der Rucksack ist auf der Couch. Ich werde ihn neben mein Bett stellen. Ja. Werde ich tun. Es wirkt sehr mechanisch alles. Vor allem, wie wir halt so sehen, wo die Sachen hinplatzieren müssen und so, aber okay. Mama, Essen ist fertig, kommt essen. Werde ich machen. Also, hört mir mal zu. Ich glaube, wir müssen mal drüber reden, dass wir umgezogen sind. Meine Arbeit, oder dass wir umziehen wollen. Meine Arbeit hat mich gezwungen, dass wir schon wieder umziehen müssen. Ich weiß, es ist schlimm. Diese Stadt ist wirklich ziemlich schön. Es hat viele Gebäude und viele Sachen, die wir uns hier anschauen können. Vielleicht wird es diesmal sogar ein bisschen einfacher für dich, einen Job zu finden, Alex. Okay, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich bereit bin, die Arbeitswelt zu betreten. Okay, aber so oder so, ich wäre dann in der Lage, mehr Geld in die Haushaltskasse zu bringen, damit meine kleine Schwester auf eine bessere Schule gehen kann. Mom, ich wollte in der anderen Stadt bleiben, da war es schöner. Keine Sorge, Elena, wir werden immer mal wieder die alte Stadt besuchen, wo wir vorher waren. Ich weiß, es war eine sehr drastische Veränderung, aber es bedeutet... Okay, wir müssen erstmal fertig essen und dann werden wir uns hier erstmal gemütlich machen. Wir haben noch nicht mal unsere neuen Nachbarn getroffen. Aber ich schätze, wir werden später mit denen reden. Das Essen war super. Bevor ich in mein Zimmer zurückgehe, werde ich erstmal das Radio ausmachen. Gott, im Spiel. Wenn die Texte unterschiedlich lang sind, sollte auch die Dauer des Textes, wie sie da bleibt, unterschiedlich lang sein. 3 Wörter liest man logischerweise ein bisschen schneller als fucking 400 Wörter. Das ist ein kleiner Anfängerfehler, aber es kann einem sehr aus der Atmosphäre rausreißen. Okay. Vor allem, wenn der Text halt so langsam aufpoppt, ist es sehr schwer, den zu lesen, während er sich noch bewegt, weil es sich halt so schnell auf dem Bildschirm... Okay, ich muss mich ein bisschen aufräumen. Nachdem wir fertig waren, unsere Sachen aufzuräumen, haben wir uns ein bisschen gemütlich gemacht in unseren eigenen Zimmern. Wir haben uns was Schönes zu essen gekocht und wir haben, wir beschreiben unser Tagebuch und wir haben über unsere Zukunftspläne geredet. Wie? Er hat wiederholt das... Was? Okay, und wir haben... What? Ich glaube, das Englische ist einfach sehr broken. Weil da stand das er. Ich glaube, er meint eher sie, oder? Okay, sehr rougher Start. Sehr, sehr rougher Start. Die Dialoge wirken ein bisschen komisch. Die Texte sind ein bisschen strange. Ist alles... okay. Reset. Gucken wir, was jetzt passiert. Der Start war sehr, sehr rough. Heute ist der Tag, an dem wir unsere neuen Nachbarn begrüßen wollen. Okay, wir sind fertig mit dem Umzug. Es ist ein Gewicht weniger, was auf uns lastet. Da die letzten paar Tage wirklich stressig waren. Elena guckt gerade Fernsehen und Mom sollte außerhalb der Wohnung auf uns warten. Okay, ich muss losgehen und Elena Bescheid sagen, dass wir unsere Nachbarn treffen wollen. Ich werde mein Tagebuch auf dem Tisch liegen lassen. Denn, was? Dann werde ich reinschreiben, was wir heute gemacht haben. Wir haben noch nicht mit den Nachbarn geredet. Okay, und ich habe mitbekommen, dass der Verkehr viel weniger ist, als zu dem Zeitpunkt, wo wir angekommen sind. Also muss ich zuerst mit Elena reden und dann den Fernseher und das Radio ausmachen. Wisst ihr, was ich meine mit mechanischer Formulierung? Ich habe keine Ahnung, dass vielleicht irgendwie wörtlich übersetzt aus einer anderen Sprache ist und daher alles ein bisschen komisch wirkt. Aber dieses, ich muss mit meiner Schwester reden und diese 2 Sachen erledigen, bevor ich den nächsten Schritt dieses Videospiels starten kann. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut. Das ist halt so, das ist Schritt 1 und das ist Schritt 2. Ich muss diese Sachen erledigen. Ist ein bisschen Maverick-mäßig, nur wahrscheinlich eher unabsichtlich. Außer es hat nur irgendeinen Punkt in der Story gleich oder so. Aber, okay.
Bist du Eleanor? Ich bin nicht mehr sicher, wer von der... Okay, talk with Eleanor. Eleanor, wir müssen unsere Nachbarn treffen. Mom wartet auf uns draußen. Das ist halt so... Ich werde den Fernseher ausmachen. Also gehe mit Mutter. Niemand redet so! Okay. Ellen hat die Wohnung verlassen. Jetzt muss ich den Fernseher ausmachen, das Radio ausmachen und das Apartment. What is this? Tut mir leid, aber das ist halt wirklich... Okay, whatever. Wir versuchen es zu ignorieren, aber es ist wirklich schwer. Das zieht dann sehr aus der Atmosphäre raus. So, Radio ausmachen. Ja, jetzt muss ich den Fernseher... Das hast du jetzt 17 Mal gesagt. Bingo. Jetzt muss ich nur noch aus dem Apartment rausgehen. Vielleicht fällt mir das so enorm auf, nachdem wir halt Maverick gespielt haben, wo halt die Dialoge absichtlich so künstlich mechanisch wirken, weil es ein Teil der Story ist, aber das ist hier definitiv nicht absichtlich, oder? Ich glaube, das ist einfach eine sehr unglückliche Übersetzung aus einer Sprache, wo das vielleicht alles ein bisschen smoother klingt. August, 3 Uhr. Okay, wir sind schon im Flur. Neue Leute zu treffen macht mich sehr nervös. Sei nicht so nervös. Vielleicht sind unsere Nachbarn so wie Mia und Peter. Okay, vielleicht haben sie sogar ein Haustier, so wie Curly Old Pup. Ein Haustier, das wahrscheinlich von Nachbarn kannten oder so. Hoffentlich wird es so sein. Let's go. Ich werde an der Tür klopfen. Niemand antwortet. Vielleicht sind sie nicht zu Hause. Möglich. Schauen wir mal im nächsten Zimmer. Mom und Elena reden mit einem Nachbarn. Ich werde mit dem Nachbarn an der nächsten Tür reden. Mit dem hier oder meinst du einen anderen? Meinst du einen anderen, ne? Okay, ihr redet da. Also hier. Nee, nicht hier. Von wo kommen wir denn? Also hier? Klopf, klopf. Nachbar, verdammte Scheiße, was willst du von mir? Wenn du nur hier bist, um Ärger zu machen, dann verschwinde aus meinem Blickfeld. Was zur Hölle ist gerade passiert? Wir sollten lieber keinen Ärger mit ihm verursachen. Das ist, was Mrs. Susan mir erzählt hat. Mr. Bosch ist ein Kriegsveteran und seine Frau ist vor kurzem gestorben, dem geht's nicht so ordentlich gut. Jetzt verstehe ich seine Einstellung. Ich schätze, es ist besser, wenn wir zurück in unsere Wohnung gehen. Das erinnert mich an eine sehr coole Line. Ich weiß nicht mehr, von wo die war, aber... Charaktere in Geschichten sollten nicht sagen, wie sie sich fühlen. Das macht mich sehr wütend. Ich glaube, es war Futurama oder sowas. Das passt hier ganz gut. Das ist dieses... Dieses Oversharen von Emotionen, wie Menschen es nicht machen würden. Das ist so dieses, ah, ich bin wütend. Das ärgert mich. Niemand redet so. Ich meine, in dem Fall ist es natürlich jetzt nicht so, dass sie ihre Emotionen zu viel preisgeben, aber die reden sehr unmenschlich alle. Man muss nicht immer ankündigen, was man als nächstes macht. Das macht kein Mensch. Als wir die Wohnung betreten wollten, sind die Nachbarn auf einmal aufgetaucht. Diese Familie ist sehr seltsam. Wir haben nicht sehr viel geredet und die Atmosphäre ist sehr awkward und angespannt geworden. Sie hatten zwei kleine Töchter, die genauso schienen wie die Eltern. Nach einer Stille, die viel zu lang anhielte, haben wir uns verabschiedet und sind zurück in unser Apartment gegangen.
25. August, 11 Uhr. Nach dem, was im Flur passiert ist, verlief der Tag normal. Wir hatten Dinner und sind ins Bett gegangen, aber ich konnte nicht schlafen. Das Wetter war viel kälter als normal, also habe ich die Fenster geschlossen. Es ist ziemlich spät, ich sollte schlafen. Sicher, was er gesehen hat. Irgendwas eher Seltsames ist passiert. War es meine Mom, die mein Fenster aufgemacht hat? Ja, während ich versucht habe zu schlafen, ist meine Mutter in mein Zimmer gekommen. Sie hat nicht mehr geklopft. Sie hat einfach nur das Fenster geöffnet. Nee, sie hat einfach nur den Vorhang geöffnet und ist sicher gegangen, dass das Fenster zu war. Und dann hat sie sich die Dunkelheit der Nacht für eine Weile angeschaut und genauso wie sie das Zimmer betreten hat, hat sie es auch wieder verlassen. Mhm. Ein paar Stunden später. 10 Uhr morgens. Mhm. Die Sonne ist aufgegangen, die Wahrheit war, ich konnte kaum schlafen. Was gestern passiert ist, war sehr seltsam. Ich kann es immer noch nicht aus meinem Kopf bekommen. Okay. Ich werde in die Küche gehen und mir ein bisschen Frühstück machen. Ich habe ziemlich Hunger. Er sieht schrecklich aus. Seine... Was? Sie schaut Fernsehen und der Journalist spricht was? Über irgendwas. Ich kann es nicht genau hören, aber er macht sich anscheinend sehr Sorgen. Mom, was ist los? Mama hat mich komplett ignoriert, hat den Fernseher ausgemacht und ist zurück in die Küche gegangen. Ja, ich sehe das Spiel vor mir. Ich sehe das. Du musst das nicht... Du musst nicht mit... What? Okay. Das ist das erste Mal, dass ich mitbekomme, dass Mama sich so seltsam verhält. Okay. Ich werde sie nochmal fragen, was hier abgeht. Okay. Während Mama in der Küche steht, ist es sehr offensichtlich, wie besorgt und traurig sie ist. Hi Alex, das Frühstück ist fertig. Okay, Mama scheint zu ihrer Fröhlichkeit zu sehr zu erzwingen, selbst Elena, die gerade aufgewacht ist, hat es bemerkt. Mama, was ist los? Nur abends. Ich kann es nicht mal bis jetzt ganz genau erklären, warum, aber das Spiel hat mich komplett verloren. Okay. Vor ein paar Stunden hat Mom die Wohnung verlassen. Sie sieht viel nervöser aus. Viel nervöser aus, als sie es morgens getan hat. Sie sagt, sie würde ein bisschen shoppen gehen und wäre gleich zurück, aber sie ist nicht zurückgekommen. Diese Situation, was auch immer es ist, beeinflusst mich auch. Okay. Ich versuche ruhig zu bleiben, denn ich möchte meiner kleinen Schwester keine Angst machen. Okay, ich muss ihr etwas zum Abendessen machen und ihr sagen, dass sie schlafen sollte.
Also ja, natürlich, das ist Writing ist nicht nur von der Grammatik und so nicht top. Ich bin mir jetzt manchmal nicht sicher, ob da Fehler drin sind oder ob ich einfach es nicht verstanden habe. Weil mehrmals wurde he gesagt, als er, ich dachte, zu der Mom geredet hat. Oder ist das die Perspektive der Mom gewesen, die was über den Sohn gesagt hat? Ich glaube, es war einfach nur ein Fehler. Aber dann ist das Pacing auch noch ganz komisch und das alles so ein bisschen strange. Was kann ich machen? Turn on the kitchen. Okay, es ist Zeit fürs Essen. Ich sag Elena Bescheid. Okay. Elena, Essen. Nach dem Essen mit Elena habe ich sie in ihr Zimmer gebracht. Elena hat gefragt, was mit Mom los ist und ich wusste nicht, wie ich antworten sollte. Jesus Christ, Elena, ich habe keine fucking Idee. Geh einfach schlafen. Was? Scheiße, ich wollte sie nicht so anschreien. Dann entschuldige dich oder so. Bitte nicht, 3 Uhr morgens. Okay, ich höre schon die ganze Zeit Schreie überall irgendwo im Gebäude. Schreckliche Schreie. Ich kann es kaum ertragen. Ich werde versuchen, den Fernseher anzumachen, damit ich weniger von diesen Geräuschen mitbekomme. Clara Simmons. Okay, guten Abend euch allen. Mein Name ist Clara Simmons. Willkommen zum SRJ News Channel, eurem vertrauenswürdigen News-Kanal. Okay, das hier ist sehr wichtig. Der Mond scheint seit 2 Tagen verschwunden zu sein. Wissenschaftler und Astronomer überall aus der Welt versuchen herauszufinden, woher das passieren konnte. Die besten Teleskope und Ausrüstung werden benutzt, um den Mond wiederzufinden oder rauszubekommen, was passiert ist. Okay, jeder Versuch hat nicht geklappt und es gibt eine Massenpanik. Okay, das kann sehr viele Konsequenzen auch für unser tägliches Leben bedeuten. Die Schreie im Hintergrund sind ganz cool gemacht, aber bitte macht sicher, dass alle Türen und Fenster verschlossen sind. Warum? Okay, und ihr solltet euch ein bisschen warm anziehen, denn es könnte in den nächsten paar Stunden sehr viel kälter werden. Das ist okay. Okay, alle Lichter ausmachen, alle Fenster zumachen, sich aufwärmen und alle... Was ist going on? Und wir sollen sicher gehen, dass keine Lichter von drinnen irgendwas von draußen anlocken können. Sehr komische News. Okay, jemand klopft. Ist natürlich smart, jetzt zu gucken, was es ist. Scheiße, es ist nicht Mom, es ist irgendjemand anders. Ich muss die Tür zumachen. Ich sehe nichts. Wie blocke ich denn die Tür? Die Couch kann useful sein. Ich muss die Couch und die Tür verschließen. Was? Ich bin gestorben, oder was? Vor ein paar Stunden hat Mom das Apartment verlassen. What the f... What is going on? Okay, ja, das ist das gleiche wie eben. Ist das jetzt Teil der Story? Weil warum sollte ich so viel neu spielen müssen, weil ich jetzt nicht direkt... Ich bin nur direkt zur Couch gerannt. Okay, wir machen einfach mal... Okay, wir turn on the kitchen. Nochmal. Und schauen, was wir jetzt machen. Es ist genau das gleiche wie eben.
Nee, oder? Ja, hab ich sie in ihr Zimmer gebracht. Ja, jetzt fragt sie die Mom. Ich kann sie nicht mehr skippen jetzt. Klonk. Bis jetzt ist irgendwie das Spiel das Paradebeispiel für gewollt, aber nicht gekonnt. Das nutzt so ganz viele Stilmittel und Story-Segmente und Sachen, die man irgendwie in guten Spielen gesehen hat. Aber so vollkommen deplatziert und ohne irgendeinen Kontext oder... Ich finde das Grundkonzept ja eigentlich ganz cool, mit dem Mond, der einfach weg ist und so, aber... Muss ich jetzt echt alles einfach nochmal spielen? Das ist jetzt kein Stilmittel, dass ich irgendwie gleich... Ich finde es genau der gleiche Text wie eben. Das mit dem Geschrei im Hintergrund von der Fernsehsendung war halt eine ganz coole Idee, aber ich meine, dann ist halt der Newscast so komisch formuliert und alles, dass es halt irgendwie trotzdem keine Atmosphäre aufbauen kann. Ja. Der Mond ist weg, die Leute versuchen rauszubekommen, was passiert. Und die warnen uns, dass irgendwas draußen sein könnte, was reinkommt, wenn wir drin Licht haben. Ich weiß mal nicht, was sie eben gerade falsch gemacht haben. Soll ich mich direkt umdrehen sollen? Instant? Das ist ein ganz komischer Checkpoint. Das ist irgendwie... Ja. Okay. So. Ja. Couch. Ich habe es geschafft, den Eindringling davon abzuhalten, in die Wohnung zu kommen. Ich muss Elena unbedingt beschützen, bis Mom zurückkommt. Okay. Ich muss sie sehen. Sie muss eine solche Angst haben. Wie hängt die Mona Lisa in deiner Küche? Ich glaube, ich habe gesehen, wie irgendwas vom Balkon gesprungen ist. Mein Gott. Soll ich draußen gucken? Ist deine Schwester einfach runtergesprungen? Bitte. Das ist irgendein Objekt sein, aber nicht, dass sie sich denken. Ey, das klingt echt fies, aber ich habe wirklich fast nichts Positives zu sagen. Boah, das war strange. Vor allem, weil ich hier mit einer Einstellung ran bin, ist das Spiel... Ich dachte, das Spiel wäre echt gut. Weil ich meine... Ich will mal kurz gucken. Ich meine... Haben das nicht intentional ein paar Leute gespielt? Und gesagt, dass das Spiel ziemlich cool ist? Ich guck mal kurz. Anxiety-inducing existential horror game. The best demo I've ever played. Geniales Pixel-Horror-Game. Ja. Keine Ahnung. Ich finde, alles davon hat irgendwie ein bisschen... Nichts davon hat getroffen.
Das Writing war... Ich fand das Writing echt richtig scheiße. Keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen verwöhnt von anderen Pixel-Games, die halt einfach viel besser die Sachen gemacht haben. Das wirkt einfach, als ob sie die ganzen Konzepte von anderen Spielen genommen hätte. Und im Grund, der Grundidee eigentlich auch ein paar coole Ideen hat. Aber so das Pacing, die Mechaniken, die Dialoge, alles wirkt so rough. Niemand wirkt wie ein Mensch. Ich dachte am Anfang, okay, das ist halt vielleicht irgendwie... Vielleicht willst du darauf hinaus. Das wird irgendwie, keine Ahnung, vielleicht spielen wir irgendwie jemanden, der Probleme hat, Emotionen irgendwie zu erkennen oder sowas. Aber... Keine Ahnung. Ich meine, ich bin ja echt ein Fan von düsteren Stories. Das Ende wirkte einfach nur wie ein reiner Schockhorror. Einfach so, ja, okay, das ist hier eine umgebrachte kleine Schwester, aber... Ich denke mal, es ist unsere kleine Schwester, nicht unsere Mutter, die war nicht da. I don't know. Da hat nichts funktioniert, muss ich sagen. Nichts. Es tut mir, ich glaube, es ist halt einfach ein Projekt, was halt wirklich wahrscheinlich eins der ersten Spiele des Entwicklers ist. Bluebird Games. Bluebird Games. Hat er sonst noch irgendwas gemacht? Ich bin ein bisschen wortlos. Weil normalerweise haben alle Spiele irgendwo... Ich finde jetzt nichts von denen sonst. Ja gut, das waren halt die Demo von Moon Has Failed Away. Ich schätze, wir sind davon, wenn wir nicht spielen. Keine Ahnung, bin ich zu hart? Ich fand hier irgendwie alles mies. Nichts hat funktioniert. Das ist schwierig. Hier ist wenig zu kritisieren, weil irgendwie... Ja. So, jeder Teil des Spiels braucht Arbeit. Aber ist halt... Die Grundidee finde ich cool, aber es hat damit nichts gemacht. Das wirkt dann so lächerlich. Das ist so, der Mond ist weg. Die Regierung und Wissenschaftler versuchen, eine Lösung zu finden. Macht das Licht aus und die Fenster zu. Wir sagen euch nicht, warum, aber macht das. Oh, da kommt jemand reingebrochen. Oh, du bist tot. Dann spiel die letzten 5 Minuten nochmal. Ja, es hat einfach wirklich gar nicht funktioniert für mich. Komisch. Es ist lange her, dass wir ein Spiel gespielt haben, das von Anfang bis Ende einfach irgendwie überall verkackt hat. Aber nicht mal auf so einem Level, wo es dann irgendwie lustig ist, weil es dann irgendwie die Sachen so beschissen macht, dass man irgendwie ein bisschen Sympathie dann sehen kann. Weil es tut mir auch ein bisschen leid, weil es wirkt, als ob die Person grundsätzlich Spiele cool findet, die ich auch cool finde, aber nicht so ganz verstanden hat, was die ausmacht. Jetzt auch, warum das Spiel braucht jetzt irgendwie auch keine Pixel-Grafik. Es bringt da nichts. Keine Ahnung. Gewollt, aber nicht gekonnt. Das Spiel, basically. Tut mir echt leid für Entwickler, aber das war nix, finde ich. Gut. The Moon Has Failed Away ist bei der Demo. Schreibt die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann sehen wir uns auch nächstes Mal. Ja, kann es sein. Bye-bye.